Herzlich willkommen zur Hessenschau an diesem warmen Sonntag. Viele haben heute geschwitzt, sich eine Abkühlung gesucht und einfach mal entspannt. In diesen Minuten beginnt die Frankfurter Fashion Week. Die Modewoche soll für alle da sein und findet an vielen Orten in Frankfurt statt. Wir sind gleich live vor Ort. Marathon mit Mopeds. Wer damit durch drei Bundesländer kurft, will das besondere Flair dieser Zweiräder genießen. Ja, und es war ein schöner, warmer Tag heute. Vielerorts ging auch ein Lüftchen. Da nicht alle von Ihnen so einen Badespaß haben konnten, holen wir jetzt das Badeseegefühl in Ihre Wohnzimmer. Wir waren am Pinta Beach in Raunheim. Sehr erfrischend, gerade bei der schönen heißen Sonne. Es gibt nichts Besseres. Es ist hier wie Urlaub vor der Haustüre. Der weiße Sandstrand, das erinnert an Karibik oder andere Urlaubsziele. Bei uns in der Ortschaft, das ist ein bisschen langweilig und dann sind wir jetzt, durch Internet sind wir jetzt hier auf den See gestoßen. Wie halt am Meer. Wodka, Zitronensaft, Loco Rosso, schmeckt so geil. Prost. Es ist einfach so, wie so ein Sommer in Deutschland halt sein sollte. Ne? Es ist tatsächlich, man kennt es ja eigentlich nur aus dem Urlaub, aus den Ausländern oder im Ausland. Aber es ist wirklich traumhaft, es ist wirklich sehr, sehr schön. Was läuft? Super. Ja, wie schön am Pinta Beach in Raunheim. Da kann man einfach mal genießen. Und heute haben doch viele einen Familienausflug zur Documenta nach Kassel gemacht. Die ist ja seit gestern für alle geöffnet. Ja, und an vielen der 32 Ausstellungsorte, da kann man mitmachen. Es ist eine interaktive Documenta. Man kann sich ausprobieren, Teil der Kunst werden. Aber für die Familien, da bleibt doch eine Frage. Kunst mit Kind. Kann das gut gehen? Mama, Leopard! Ein Leopard, ja! Mama Diana mit dem kleinen Hubertus. Kurt, Kuno und Karl wollen das heute auf der Documenta ausprobieren. Ich erwarte erstmal eigentlich, dass es wirklich vielleicht für die Kinder sie animiert, dass es Kunst für sie interessant macht. Da geht mir normalerweise durch den Kopf, dass ich mit vier Kindern mir Bilder anschaue und die Kinder sich langweilen. Aber hier soll es ja anders sein. Hier soll ja viel Kunst zum Mitmachen sein. Familienfreundlich geht's schon mal los. Diana braucht nur eine Eintrittskarte für sich selbst. Kinder bis 12 Jahre dürfen umsonst rein. Im Fridericianum geht's erstmal zum eigens eingerichteten Kinderbereich der Documenta. Ruru Kids. Viel Platz zum Spielen, Basteln und Toben. Und auch wenn noch nicht viel los ist, hier bieten in den kommenden Tagen Documenta-Künstler eigene Workshops für den Kunstnachwuchs an. Die Idee ist es, Kinder mit den Künstlern zusammenzubringen und nicht nur Sachen zu zeigen. Die Kinder werden so in die Aktivitäten der Künstler mit einbezogen. Spielerisch lernen und auf Entdeckungsreise gehen. Neben Spielplatz und Kunstprojekt ist Ruru Kids auch eine Schule für Jung und Alt. Diese eigens aufgebaute Kinderkrippe zum Beispiel soll kindgerechte Pädagogik für Eltern erfahrbar machen. Das kommt an. Jetzt testen Sie mal aus, für was man die ganzen unterschiedlichen Sachen benutzen kann. Also in die Tasse wird jetzt Sand gefüllt und dann kann man gucken, oh, kann man das trinken oder eher nicht? Ja, das finde ich ist doch total schön. Normale Kunstausstellungen gibt es heute natürlich auch zu sehen. Führungen für Familien mit Kindern können vorab online gebucht werden. Mama Diana und ihre Kinder wollen aber lieber drauf losschauen. Es gibt Sachen, die sind total spannend zu entdecken, aber es gibt auch Sachen,
die jetzt nicht unbedingt kindgerecht sind. Also es waren so ein paar Fotos, wo ich denke, na, dafür sind sie einfach noch zu klein. Nie zu klein ist man aber für frisches Eis. Nach einem halben Tag Kunst ist die Stimmung, sagen wir, entspannt. Fazit? Überraschenderweise, finde ich, sind wir sehr gut zurechtgekommen, weil es wirklich nicht überfüllt ist. Ich denke, die Menschenmassen verlaufen sich so ein bisschen und man hat die Kinder immer gut im Blick. Würdet ihr denn wiederkommen auf die Documenta? Ja. Ja! Na dann, 98 Tage bleiben ja noch. Den Familiencheck hat die Documenta heute auf jeden Fall bestanden. Ja, die Fashion Week in Frankfurt, die ist genau um 7:30 gestartet mit der Hessenschau, läuft also seit knapp 5 Minuten. Ein Laufsteg steht an der Frankfurter Börse und zwar im Handelsraum der Frankfurter Börse. Das ist wirklich schon ein ungewöhnlicher Ort, an dem es unsere Reporterin Ariane Wick. Ja, beschreibt doch mal dieses besondere Flair dort, wo sonst die Zahlen und die Börsenkurse gehandelt werden. Genau, es ist unglaublich. Ich bin tiefenentspannt, denn hier ist es fast schon andächtig, friedvoll, eine ganz ruhige Musik. Und normalerweise sind die Händler auf dem Börsenparkett ja in Hektik. Es ist laut. Die Models laufen oder schweben hier durch den Handelsraum der deutschen Börse. Es sind fast 200 Gäste geladen, ganz viele natürlich Kunden vom Designer, aber auch Menschen aus Politik und Wirtschaft. Die Presse ist auch da. Sie sitzen unten im Parkett, aber auch hier oben auf der Empore, wo ich bin. Und sie laufen und schleichen ganz langsam durch die Arbeitsinseln, sage ich mal. Und René Storck, der Designer, der die Fashion Week heute hier eröffnet, der hat ja schon seit über 30 Jahren sein Label in Frankfurt und er sagte mir, es ist eine schöne Symbiose, Wirtschaftsstandort, Finanzplatz, aber eben auch Modemetropole, denn Mode ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Und ich habe ihn vor der Show getroffen und René Storck gefragt, wie ist es denn als Frankfurter in der eigenen Heimatstadt die Frankfurt Fashion Week zu eröffnen? Als nun die Möglichkeit kam, hier in Frankfurt zu zeigen, meine Heimatstadt und natürlich auch noch hier in der Börse, die mir natürlich auch bekannt ist seit meiner Kindheit und jetzt eben nicht nur vor Geschäftspartnern und den Modeleuten die Kollektion zu zeigen, sondern eben vor den Frankfurtern und auch den Menschen, die das natürlich auch mit ermöglichen, dass wir heute hier stehen, eben den Kunden und mit denen wir seit vielen Jahren so lange verbunden sind, finde ich sehr bewegend und es freut mich. Ich bin sehr, sehr berührt, wirklich diese Möglichkeit zu haben. Sie haben als kleiner Junge, sage ich mal, schon angefangen zu nähen. Als 16-Jähriger haben Sie einen Mantel designt, den Sie an Mitschüler verkauft haben. Was bedeutet oder was ist Ihnen denn bei Ihrer Kollektion ganz besonders wichtig? Für mich war von Beginn an klar, dass ich keine Teile produzieren wollte, die nach einem Jahr in der Altkleidersammlung landen oder die am Ende, die einfach nur schnellen Trends folgen. Was hat denn eigentlich die Main-Metropole, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Mailand, Paris, London, zu bieten? Na gut, Frankfurt ist natürlich durch die Flughafenanbindung und die geografische Lage in Europa eine extrem internationale Stadt. Natürlich durch die Banken auch hoch frequentiert von internationalen Gästen. Das spürt man überall. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch dieses sehr dezente, auch sicher protestantisch geprägte Bürgertum, das sich enorm in dieser Stadt engagiert, ob es mit den Museen ist, ob es in der Oper ist. Also es gibt ja eine ganz große Förderkultur hier in Frankfurt. Und diese Verbindung mit der Stadt empfinde ich als einzigartig und durchaus vergleichbar mit dem, was in anderen Metropolen in Europa passiert. Ja, René Storck hier in der Deutschen Börse. Es gibt noch einen ganz tollen Ort heute Abend am Eisernen Steg. Da ist der Jungdesigner Samuel Gärtner ab 21.30 Uhr. Und der ist ganz bunt und wird beim Sonnenuntergang seine Mode präsentieren. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Grüße aus der Börse. Ja, danke schön, Ariane. Der Eiserne Steg wird auch noch zum Laufsteg. Zeigen wir in der Hessenschau morgen Abend. An diesem Wochenende sind viele Badeunfälle passiert. Leider, das ist schlimm zu vermelden. In Driedorf ist ein 22-Jähriger ertrunken, im Rhein ein 28 Jahre alter Mann und dann noch ein schwer verletztes 6-jähriges Kind im Freibad von Griesheim bei Darmstadt. Nun kommen weitere Nachrichten von uns im Überblick.
Von Rüsselsheim, Heppenheim und auch von Darmstadt aus sind rund 100 Menschen nach Bickenbach mit dem Fahrrad gefahren. Sie protestieren damit gegen den sechsspurigen Ausbau der A5 und A67. Organisiert haben den Protestzug die Parents for Future, der NABU, BUND, ADFC und die Bürgerinitiative Bickenbach. Die Veranstaltung endete mit einer Kundgebung auf dem Rathausplatz. Hauptforderung ist eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende. Beim International Sparkling Festival im Kloster Eberbach in Eltville haben sich mehr als 30 Weingüter aus 13 Ländern präsentiert und hatten Champagner, italienische Klassiker oder Cremants aus Frankreich und Luxemburg dabei. Außerdem haben 25 deutsche Weingüter Kostproben deutscher Spitzensekte angeboten. Die Weingüter werden für das Festival gezielt ausgewählt und vertreten, laut Veranstalter, einen exklusiven Zirkel bester internationaler Schaumweinhäuser. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir über Annika berichtet. Mit 11 Jahren hat sie erfahren, dass sie einen bösartigen Knochentumor hat. Ein Bein musste ihr amputiert werden. Und doch hat Annika nie aufgegeben. Jetzt haben wir sie wieder besucht und wir haben sie gefragt, wie geht's dir denn, Annika? Das sehen Sie heute in unserem Weitergedreht. Wir starten mit den Hausaufgaben. Also einmal bitte Hausaufgaben rausholen. Seit ein paar Wochen kann Annika wieder zur Schule gehen. Endlich wieder zusammen mit ihren Freundinnen in der Klasse sitzen, gemeinsam mit ihnen lernen, lachen, mittendrin sein im Leben. Wieder in die Schule zu gehen ist schon schön, aber es ist auch anstrengend, weil wir schon große Flure haben, wo wir langlaufen müssen. Aber es macht Spaß, die Freunde wieder zu sehen. Kein Spaß macht es, Montag erste, zweite Sport zu haben. Aber sonst ist eigentlich alles ganz gut. Und Annika kommt gut mit, obwohl sie knapp ein Jahr lang nicht zur Schule gegangen ist. Aber sie wurde in dieser Zeit von ihren Lehrern zu Hause unterrichtet. Mathelehrerin Chiara Raab hat ein Jahr voller Höhen und Tiefen mit ihr erlebt. Wenn natürlich wieder ein Niederschlag kam und die Diagnose, dass doch noch was gefunden wurde, dass die Chemo weitergeht, dann war das einen kurzen Moment ein Niederschlag, aber sobald sie mir davon erzählt hat, hat sie das direkt auch wieder versucht, positiv darzustellen und immer was Gutes gesehen und immer weitergemacht und nie aufgegeben. Und ich glaube, das hat ihr enorm geholfen, mit der Krankheit umzugehen. Vor einem Jahr haben wir Annika zum ersten Mal besucht. Damals hat sie uns von der schlimmen Zeit erzählt, die sie erlebt hat. Mit 11 Jahren ist sie an Knochenkrebs erkrankt. Der Tag, der mein Leben verändert hat, das war der 8. Oktober 2020. Und zwar, weil ich dort amputiert wurde. Also am Ende habe ich dann halt auch schon selbst eigentlich entschieden, dass ich das möchte. Weil es gab auch noch eine Variante, wo man sein Bein hätte behalten können. Aber da hätte man nie wieder Sport machen können. Da habe ich gesagt, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich will Sport machen und rennen und sowas. Das war so bilderbuchhaft, dass man sagt, ja. Das ist es und ja, das ist der schwarze Tag, wo du denkst, oh, jetzt steht die Welt gerade mal still. Und dann bist du eigentlich in so einem Tunnel, wo du sagst, okay, die sagen dir ganz knallhart, du machst jetzt Chemotherapie, du musst radikal operieren, damit dein Kind einfach überlebt. Annika hat überlebt, trotz einiger Rückschläge immer weiter gekämpft und heute kann sie wieder die Dinge machen, die 13-jährige Mädchen halt so tun. Zum Beispiel shoppen mit ihrer besten Freundin Violina. Die beiden kennen sich seit 4 Jahren. Also ich würde sagen, Annika ist wahrscheinlich die stärkste Person, die ich kenne. Wahrscheinlich auch die verrückteste. Der Satz, wie geht's Annika, das war bei mir immer so ein kleiner Tränensatz, wo ich sehr oft in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach so traurig darüber war. Ich glaube, sie hätte 5 Minuten früher heulen können und dann wäre ich um die Ecke gekommen und dann hätte sie gesagt, okay, wir machen jetzt irgendwas, nur damit ich nicht merke, dass sie traurig ist. Ein großes Ziel von Annika war es immer, wieder Feldhockey spielen zu können. Den Sport macht sie seit ihrem 5. Lebensjahr und liebt vor allem das Gemeinschaftsgefühl, im Team zu kämpfen. Hallo. Hallo. Wer ist denn von euch die Anni? Du. Tipps, wie man trotz Prothese wieder richtig schnell rennen kann, hat sie vor einem Jahr von Paralympics-Sportler Heinrich Popov bekommen. So, jetzt stellst du dich auf die Prothesenseite und machst hier. Ne? Guck mal, hier oben, wenn du jetzt auf der gesunden Seite nach vorne gehst, hältst du das Bein gestreckt. Nein, das musst du runterfallen. Okay? Probier das mal. Komm. Komm, genau. Komm zu mir. Nimm einen Beilarm mit.
Ich habe der Anni klar gemacht, dass nicht das, die Prothese ihr Problem ist, sondern die gesunde Seite das Problem und aber auch das, was noch dran ist, dass das nicht mit harmoniert. Und das ist extrem wichtig für ihre Zukunft, weil sie jetzt nicht alle Fehler oder alle Probleme oder wenn irgendwas nicht klappt, sofort auf die Prothese schiebt, sondern einfach die Motivation hat, an allen anderen auch Bereichen im Körper zu arbeiten. Ich bin das erste Mal ohne meine Physio gerannt, also ohne an der Hand gerannt sozusagen, alleine und halt auch vorwärts gekommen. Und heute? Annika ist zurück auf dem Hockeyplatz und mittlerweile wieder ein fester Bestandteil ihres Teams. Jetzt bin ich auch so eine Mannschaft hochgekommen, wo es noch mal schwerer ist. Aber ich spiele trotzdem weiter mit und gucke halt, was ich mitmachen kann. Heute beim Freundschaftsspiel gegen Kronberg steht Annika zum ersten Mal wieder bei einem richtigen Spiel mit ihrer Mannschaft auf dem Platz. Anni, vor dem Ball einfach. Anni, bei Torik. Anni, wechsel dann. Das Problem im Moment ist, dass ich aufgrund der vielen Lungen-OPs immer zu wenig Luft habe und dann Pause machen muss. Und das ist halt immer der limitierende Faktor, wo ich dann rausgehen muss und anfeuern muss und die Daumen drücke. Ihr großes Ziel ist es jetzt, so fit zu werden, dass sie wieder ein ganzes Spiel mitmachen kann. Nach allem, was sie schon geschafft hat, wird die große Kämpferin ganz sicher auch dieses Ziel erreichen. Und wer mehr von Annika sehen will, heute Abend im Kinderkanal. Um 8:30 kommt der lange Film Annika will Hockey spielen. Und er ist auch ab jetzt zu sehen in der ARD-Mediathek. Ja, und jetzt geht es bei uns um kultige Zweiräder, die viele in ihrer Jugend gefahren haben. Mopeds, maximal 50 Kubikzentimeter, manche sogar nur 2 PS. Also wer mit sowas mehr als 200 Kilometer fährt, dem geht es um das ganz besondere Gefühl. Zum ersten Mal gab es einen Moped-Marathon gestern. Ein Abenteuer. Das Fahren selbst macht einfach Spaß. Das ist nicht so schnell. Trotzdem hat man das Gefühl, man muss sich jeden Meter erkämpfen. Das Moped ist einfach noch was Besonderes. Das hört sich nicht nur gut an, das riecht gut. Das gibt nochmal einfach so, das ist eine Zeitversetzung, ist schon was Schönes. Gleich geht's los zum allerersten Drei-Länder-Moped-Marathon in Bad Hersfeld. Premiere auch für Linda. Die Hersfelderin hat vom Moped-Marathon in der Zeitung gelesen und sich kurzerhand angemeldet. Mit ihrer Maschine ist sie das letzte Mal mit 14 gefahren. Jetzt ist sie 33. Ingo ist für die 220 Kilometer lange Tour extra von der Küste aus der Nähe von Bremerhaven angereist. Natürlich per Moped. Gleich, wenn ich losfahren will, muss ich das Moped anschieben, weil auf der Fahrt hierher ist mir der Kickstarter kaputt gegangen. So, jetzt wollen wir mal probieren, ob die Fahrt auch losgehen kann. »200 Moped-Begeisterte aus der ganzen Republik sind meist schon am Vortag angereist. Und zwar recht gemütlich. Teilnahmevoraussetzung war maximal 50 Kubikzentimeter Hubraum mit 50 km/h Spitze. Bei diesem Marathon geht es vor allem um den Fahrgenuss. Rund 220 Kilometer sind geplant und das möglichst entschleunigt.« Nach den ersten Kilometern zieht sich das Starterfeld schnell auseinander. Etwa 7 Stunden sind für die 220 Kilometer eingeplant, inklusive Mittagspause und Zwischenstopps. Die Strecke ist so konzipiert, dass das Erleben der Landschaft im Vordergrund steht. Der Hauptteil führt durch die Rhön. Neben Hessen wird es auch ein Stück durch Thüringen und durch Bayern gehen. Und auch ganz nach oben, auf Hessens höchsten Berg, die Wasserkuppe. Bei Ingo Rolz. Doch 2 Unfälle gibt es auch. Mit ein paar gebrochenen Knochen gehen die zum Glück vergleichsweise glimpflich aus. Alle anderen kommen unbeschadet ins Ziel, trotz der teils Jahrzehnte alten Schätzchen. Halbzeit. Nach 3,5 Stunden erreichen auch Linda und Ingo die Wasserkuppe. Lief gut, ne? Ja, war eine tolle Sache. Linda und ich haben gerade festgestellt, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Zum einen ist bei uns beiden der Kickstarter-Defekt und zum anderen machen wir beide die Jungfernfahrt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich würde sagen, bei mir soweit ganz gut. Läuft bis auf den Kickstarter, ne? Geht auch ohne Kickstarter. Und die Strecke zurück nach Hersfeld haben sie dann in gemütlichen 3,5 Stunden bewältigt. Chapeau.
Ja, von Bad Hersfeld gehen wir jetzt Richtung Westen nach Hochheim in die Nähe von Wiesbaden. Dort trafen sich gestern Abend die Handball-Weltmeister von 1978. Um was denn genau zu feiern, Daniel? Ja, Christine, vor 44 Jahren wurden diese Handball-Ikonen, die wir Ihnen gleich zeigen, Weltmeister und sind noch immer eng miteinander verbunden und treffen sich jährlich. In erster Linie für einen Mann aus ihren eigenen Reihen, Joachim Deckarm. Ein Jahr nach dem WM-Titel machte ihn ein tragischer Unfall in einem Spiel zum Pflegefall. Handballlegenden kommen zusammen. Die Stimmung ausgelassen. Aber das Treffen in diesem Jahr ist nicht dasselbe. Leider diesmal ohne Joachim Deckarm. Er war sonst immer dabei, das erste Mal, wo er fehlt. Und von daher ist es diesmal nicht so schön wie sonst, weil wir es in erster Linie wegen ihm machen. Jammer, jammer, schade, dass Joe diesmal nicht dabei ist. Trotz seines Fehlens kommen die Eindrücke des überwältigenden Erfolges hoch. Die Bilder des WM-Titels hat Horst Spengler bis heute in Erinnerung. Das Ding ist natürlich in meinem Kopf drin, wird nie mehr von mir vergessen werden. Wir haben 1916 geführt, ich fange den Ball ab, gehe dann in den Gegenstoß und springe dann so auf meinen 9 Meter weg, rutscht dann nach dem Wurf in die Bande hinein. Und ich war mir in diesem Moment sicher, das ist der WM-Titel, aber es wurde dann doch nochmal eng. Aber Gott sei Dank haben wir das dann doch für uns entschieden. Vor allem der grenzenlose Jubel bleibt Kurt Glühspieß in Erinnerung. Das war so das Ergreifendste eigentlich, wenn man heute Bilder sieht. Was haben wir damals gemacht? Wir sind in der Halle rumgerannt und gehüpft wie kleine Kinder. Das war ja das Größte, was es gibt auf der Welt. Ja. Pläne für ein nächstes Treffen gibt es bereits. Aber dann hoffentlich wieder mit ihrem Freund Joe Deckarm. Ja, ganz am Anfang ihrer Karriere steht Schwimmerin Anna Elend von der SG Frankfurt, die sich heute bei der Schwimm-WM in Budapest für das 100-Meter-Brustfinale qualifiziert hat. Im Halbfinale verpasste sie zwar knapp ihren eigenen deutschen Rekord, trotzdem schwamm sie als Schnellste in den Endlauf. Ein Sieg morgen Abend wäre dann eine absolute Sensation. Daniela Bleimel aus Darmstadt ist Profi-Triathletin und zweifache Mutter. Die Doppelbelastung hält sie aber nicht davon ab, das große Ziel zu sehen. Heute in einer Woche überträgt der HR natürlich wieder live den Ironman Frankfurt. Und Daniela will alles geben, damit es nach 12 Jahren erstmals wieder einen deutschen Sieg gibt. Den größten Triumph hält sie in den Händen. Daniela Bleimel, bereits 4-mal siegte sie beim Ironman und 2-mal wurde sie bereits Mama. Töchterchen Alicia kann manchmal aber auch eine Herausforderung sein, oder? Es ist schon sehr viel Orga, aber wir wollten es auch nicht anders haben, also ja. Jetzt wieder reinkommen, den Körper wieder auf Ironman-Niveau bringen. Im ersten Jahr nach der Babypause arbeitet die Darmstädterin vor allem noch an ihrer Beständigkeit. Ja, es gibt gute und weniger gute Tage und ich weiß ziemlich genau, was ich kann, aber im Moment fehlt die Konstanz noch so ein bisschen, das wirklich an jedem Tag abzurufen. Und ich hoffe jetzt natürlich auf einen guten Tag am Sonntag. Einen guten Tag hatte sie bereits im April bei ihrem Ironman-Sieg in Südafrika. Und nächsten Sonntag heißt es dann Wiedersehen beim Ironman Frankfurt. Vor 6 Jahren wurde sie Dritte. Diesmal will sie auf dem Frankfurter Teppich als Erste einlaufen. Durch die Zuschauermenge durch und man hat es geschafft. Ja, ein einmaliges Gefühl, eigentlich unbeschreiblich. Den 5. Ironman-Sieg mit Mamas größten Fan wird das doch bestimmt ein Kinderspiel. Mehr Ironman, mehr Tennis, mehr Sport morgen wie jeden Tag. 17:55 Uhr, das war der Sport für heute, Christine. Ja, danke schön, Daniel. In diesen warmen und sonnigen Tagen können wir endlich wieder das machen, was wir so lange vermisst haben. Eis essen, baden gehen, sich einfach auf den Sommer freuen. Aber es gibt ein Comeback, das uns gar keinen Spaß macht. Sönke Hebestreit mit unserem satirischen Wochenrückblick. Schön blöd. Herzlich willkommen zu Schön blöd, zu der Rubrik, die sich vor allem hierum kümmert. Um den Imperialismus und die Folgen? Ja, zum Beispiel der Sommer. Für die einen ein Wetterphänomen, für andere sagen wir mal weniger überraschend, also zu dieser Jahreszeit. Ja, wir haben Juni irgendwie. Ja, außergewöhnlicher könnte da nur Schnee im Winter sein. Wir schweifen ab, denn wir freuen uns ja über das Comeback des Sommers. Endlich wieder draußen sein, endlich wieder mit gutem Gewissen diesem Rat folgen dürfen. Möglichst viel trinken. Ja, das muss man auch, wenn man auf das nächste Comeback schaut. Denn, trara, auch dieser Kollege singt beschwingt. Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Ja.
Ja, man glaubt es kaum, aber Corona ist wieder da. Freude überall. Yeah. Oder wie der Volksmund sagt. Natürlich habe ich auch keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, das beruht leider nicht auf Gegenseitigkeit, denn Corona hat Bock, richtig Bock, die Inzidenz so. Das ist die perfekte Welle. Gut, böse Zungen behaupten, das hätten wir uns selbst zuzuschreiben. Experten dagegen sagen das Gleiche, drücken es aber viel vornehmer aus. Da gibt sich eine gewisse Korrelation mit Festen und Veranstaltungen, die in den letzten 2 Wochen stattgefunden haben. Ja, das sind die gleichen Experten, die schon vor Monaten vor einer Sommerwelle gewarnt hatten. Sollte man zum Beispiel auf die Maskenpflicht verzichten. Die Masken machen uns irgendwie, unser Gesicht verschwindet. Pah, sagt die Politik und kann jetzt mit stolz geschwellter Brust auf die Weitsicht ihrer Politik verweisen. Die angekündigte Sommerwelle ist leider Realität geworden. Oh, ein ahnungslos wirkender Gesundheitsminister. An wen das uns erinnert, sparen wir uns. So viele Comebacks und alle haben wir dem Sommer zu verdanken. Mann, ist das schön! So für alle, die jetzt glauben, dass wir dabei sind. So in den Smalltalk-Modus überzugehen. Haben wir mal kurz nachgefragt, wer denn die sozialste aller Gewerkschaften ist. Ja, und? Gewinner ist die Steuergewerkschaft. Also die macht wirklich alles für ihre Leute. Zum Beispiel, wenn einer mal Geburtstag hat. So zum Beispiel, wenn der Vorsitzende 50 wird, dann gibt's eine Riesensause. Deren Kosten von 9.400 Euro übernahm offenbar die Steuergewerkschaft komplett. Das Beste daran, die Feier wird nicht als Feier abgerechnet, sondern als Streik- und Aktionskosten. Das ist super nett, dann merkt auch der Nachbar nicht, dass er zur Feier nicht eingeladen wurde. Oh, gut, jetzt könnte man meinen, mehr kann man aber nun wirklich nicht für seine Mitarbeitenden tun. Doch, kann man. Es gibt zum Beispiel einen Beschluss von 2011, dass der Vorsitzende einfach 15 Cent mehr pro gefahrenem Kilometer bekommt, also 45 statt 30 wie üblich. Ja, halten Sie sich fest, es wird noch netter. Denn wo wir in Sachen Dienstfahrten normalerweise mühsam das hier machen müssen. Die Fahrtenbücher, das kennen wir alle, werden immer dann nach abgeschlossener Fahrt ausgefüllt. Da darf man das hier schon im Voraus machen. Und noch besser, man muss nicht lange aufs Geld warten, sondern man lässt sich dann das Geld in der Regel nach unserer Kenntnis bar ausbezahlen, also im Vorhinein. Dass man bei der Steuergewerkschaft einfach weiß, wie man einem anderen eine Freude macht. Das finden wir schön. Heißt es doch, dass wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen. Um den Imperialismus und die Folgen. So, für schön blöd ist jetzt Feierabend. Also Schluss mit lustig. Schade eigentlich, oder? Wer Lust hat auf Schlager, Volksmusik und Comedy, der ist um 7:45 bei uns im HR-Fernsehen genau richtig. Stefan Ross meldet sich aus dem Europapark Rust. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Abkühlung kommt bald. Karin Schmidt weiß wann genau. Bis morgen. Ciao.